So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Es ist soweit, doch der Community Raid mit Xerneas soll noch stattfinden. Eigentlich wollten wir den am Samstag machen, in der Zeit von 11 bis 14 Uhr, bevor der Garados Raid Day losgeht. Yandex hat einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn plötzlich ging der Garados Raid Day doch um 11 los. Danach haben wir keinen mehr gefunden, waren noch essen. Jetzt haben wir uns hier nochmal eingefunden. Wollen den Garados Raid Day, genau, wir wollen den Xerneas Community Raid machen. Shenaya ist auch noch am Start. Hallo Shenaya. Hallo. Was trinkst du da? Zeig schon mal. Spaß, das ist, das stand schon, als wir da sind. Der Silvio Grüße. Ist auch noch da, der hat die Kutte wieder am Start. Hannes ist am Start. Moin. Noch. Zack. Und der Zai, den haben wir da an den Zaun gefesselt. Der darf nicht mit uns spielen, der sitzt hier drüben. Ich bin in Hallo Zai. Was? Ich bin in Quarantäne. Achso, der ist, stimmt, der ist in Quarantäne. Der hat nämlich jetzt Coronis in Hibu mitgenommen als Andenken. Wir stehen hier, das ist die Mehrzweckhalle. Und ich will mal ganz kurz zeigen, wen wir einladen wollen. Beziehungsweise kann ich euch hier auch zeigen, wir haben die Konterliste gepostet die Tage. Das hat ja die gleichen WP und alles, wie auch Eviltal schon hatte. 21,60 wäre das 100er oder 27,01. Ist neu in Shiny da, ist ein Typ Fee. Ihr nehmt also am besten Gift oder Stahl. Metagross Armee, richtig genial. Mega Bibor vielleicht sogar. Oder halt Anego. Jeder hat ja Anego, Level 50, 100%. Nehmt das mit. Wir haben hier gepostet für 12.35 Uhr, das sind noch 2 Minuten. Und wir laden ein, wir nehmen mit Julchen, Blood and Tears, Mango Number 5, Monolog, Miku, sowie Kaiser Kai, Andy Project, 1807 Prinzessin, Schäfe 24 und Annelie. Dann wollen wir mal gucken, ob da ein Shiny dabei ist und wer das Beste hat. Stellen euch jetzt ab, gehen in den Raid. Und das war's. So, Sitz 35. Ich versuche jetzt mal eine private Lobby aufzumachen. Ich drücke mal hier drauf. Wenn ihr den Gruppencode hört um mich herum, könnt ihr versuchen mit rein. Ansonsten versuche ich es dann auch aufzumachen. Gruppencode. Mauzi, Shiggy und Taubsi. Mauzi, Shiggy. Mauzi, Shiggy und Taubsi. Taubsi. Jetzt habe ich mir die hier eingespeichert. Muss sie einsetzen. Mango, Blatt, Julchen, Miku und Kollege, Monolog, plus Prinzessin, Andy, Schäfe, Kaiser Kai. Annelie hat noch nicht angenommen. Verdammt nochmal. Die habe ich eigentlich auf dem ersten gehabt, aber ich habe ja die ersten 5 auf dem ersten jetzt eingetragen und hatte ihr eine Anfrage auf dem zweiten geschickt. Muss ich zur Not vielleicht probieren, wenn ich es öffne, rauszugehen. Und Annelie noch mal extra einzuladen. Ich gehe also jetzt raus. Sie ist mittlerweile auch öffentlich jetzt. Also können es jetzt auch öffentlich rein, falls es Probleme gibt. Jetzt muss ich die Annelie probieren, extra noch hinzuzufügen. Funktioniert auf dem. Wunderbar. So, ich lasse euch jetzt hier liegen. 21,60 und noch mehr. Und dann stehen alle so verteilt. Wie sieht das denn aus? Kommt doch alle kuscheln. Das nächste Mal setze ich mich wieder an den Tisch, dass ich so verloren bin. Kuscheln willst du? Mhm. Genau, du bist der Hannes. Du stehst jetzt da. So ein Familienfoto so. Was macht die Pappe? Ich weiß nicht, ob das für ein Thumbnail reicht. Ich bin hier unten. Boys in the hood, ja. Das ist die Lobbyzeit. Die muss man ja auch irgendwie überwinden, bevor es dann losgeht. So, Hannes, du sagst bestimmt eh wieder, ein Shiny ist dabei, ne? Ja, ein Shiny ist auf jeden Fall dabei. Aber Pupsi ist nicht da, die sahnt ja von früher nur die Shinies ja. ab. Da ging es ja bei noch, fast jedem Raid. Shiny! Diesmal, heute nee, ist Pupsi nicht dabei, heute haben wir endlich mehr Shiny-Glück. Nee, die hat gestern, glaube ich, 4, glaube ich, bekommen. Ich glaube 3, oder? Eins ja, auf einer Iren. Ich habe das Talent, ich kriege jetzt wahrscheinlich irgendwie wieder Ich habe ja am Schluss auch noch eins bekommen. Ah ja, schon hast du ja gesagt, bei Bob's the Rock. Hikaru ist noch mit drin. Wie hat er das denn wieder gemacht? Wusste er wieder, wo wir sind und hat sich mit reingeschmuggelt? Verfolgt uns. Na gut, wenn in ganz Hibu gerade eh nur ein Raid ist. Nee, nee. Hibu da, ist auch nicht so groß. Da ist die undichte Stelle, sie hat ihm geschrieben. Nee, nicht. Diesmal nicht. Nee, hätte sein können, wenn er so fragt in der Gruppe, ja, wo ja. ist der Raid, wann macht ihr ja, so? Ja. Ich mach mit. So wie es der Hannes immer macht. Ja. Ich mach mit vor Ort. Ja.
Und dann stehe ich immer alleine hier und esse gar keine. Was? Touren. So. Da ist es auch schon tot, ne? Wie man sieht. Jetzt ist natürlich die Frage, wer das Beste ist, ein Shiny dabei. Ihr habt gesehen, wie schnell das ging. Ja, Shiny Eviltal hängen da hinten rum. Metagross-Armee, richtig genial. Wenn ihr Metagross habt, nehmt Metagross, Krypto-Metagross, irgendwas. Selbst wenn ihr 0% Krypto-Metagross habt, pusht das auf 50, nehmt das mit rein. Ich weiß nicht, Annelie wird angezeigt. Annelie hat es also auch geschafft. Annelie ist auch reingekommen. Sehr schön. Hier gibt's Knursp. Das wollen wir nicht. Annelie ist sogar kampfstark. Julchen, letzter Angriff. Mango stylisch. Bloodentier ist reisender. Annelie, kampfstark. Und Ramses, reichlich Freunde. 15. 21,5. 21,24. 21,40. 21,40? Das klingt gut. Ja, relativ gut. Dann hast du bis jetzt das Höchste. Das ist 21,26. Ja, Shiny nix dabei. Und 21,14. So. Also Silvio hat gewonnen, 21,40, das Höchste. Wir versuchen es mal zu fangen. Und ihr werdet schon gleich sehen, das ist viel besser als Eviltal zu fangen, weil es sitzt einfach mega weit vorne. Es hat einen mega brutal großen Kreis. Das füllt den ganzen Bildschirm aus. Es hüpft zwar ab und zu, aber wenn ihr da ein paar Bälle habt, könnt ihr euch eigentlich relativ sicher sein, dass ihr da gut trefft. Der Kreis ist jetzt eingestellt, den müsste man jetzt also nicht nochmal verstellen. Wir warten also, bis es angreift, werfen dann... Ja gut, der Kreis hat sich verstellt, aber weil er so groß ist, hat es trotzdem großartig getroffen. Habt ihr schon mal die Beine beachtet von dem Ding, dass das Schwerter sind? Das sieht richtig genial aus. Ist mir bei Admurai auch nie aufgefallen, dass der dann hinten plötzlich ein Schwert rausholt und macht so und steckt sich's wieder rein, beziehungsweise auch aus seinem Fuß. Alles Schwert und Schild hier, Schleichwerbung. Jetzt ist er weg. War das der Müll, den du loswerden wolltest? Oh. Jetzt liegt er da unten. Schnell weg! Da, ja genau, wir dürfen ja nicht rein und es rausholen, ja. Sonst kriegst du wieder Anzeige. Also muss der Müll jetzt dort liegen. Wenn die Kamera gleich hinterher fällt, wisst ihr Bescheid. So, drin. Wunderbar. So, der ist drin, ihr habt gesehen, das war gar nicht anstrengend zu fangen, ne? 4 normale Bonbons, 3 XL-Bonbons, insgesamt 10, aber ich brauche eigentlich eh nichts. Nur ein bisschen hier rumzuflexen, können wir ja nochmal zeigen. Wir haben unser 100% Xeneas ja schon auf der Hand, auf Level 50, auch 4275, wie eben auch das Eviltal auf Level 50. Das habe ich damals aus dem Tausch von Wodka Hondas bekommen, Leipzig-Sachsen. War gar kein Tausch, sehe ich gerade, war einfach ein Raid, wo sie eingeladen hat. Und wir haben heute noch ein bisschen was vor. Wir müssen nämlich heute noch Wrestling gucken. Wir wollten eigentlich in der Nacht 2 Uhr Wrestling gucken bis 6 Uhr oder 5 Uhr, aber irgendwie haben direkt bei SmackDown die meisten schon angefangen, sich wegzuhängen. Also haben wir es auf heute verschoben, weil es ja eh Sonntag. Da kann man nochmal sich gemütlich... Mango-Hyper-Freunde, gut. Habt ihr ein Gutes bekommen? Habt ihr Wrestling geguckt? Habt ihr Extreme Rules geguckt? Habt ihr ein Shiny bekommen? Habt ihr ein Gutes bekommen? Habt ihr sonst was bekommen? Seid ihr Mango und seid aufgestiegen? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Silvio. Hi. Ja, wo steht sie denn? Wo steht sie denn? Und euer Hannes. Und euer Zai. Und die Jenna. Guck. Hallo Jenna. Tschüss. Ciao.